Wir machen es jetzt so. Wir tragen gemeinsam die Zettel hier vorne zusammen. Und zwar immer, wenn jeder einfach einen Zettel erstmal vorliest, für die Größe der Wichtigkeit oder so, dann vorne hin und dran pinnen. Hier sind die Pins. Dann tragen wir einfach alles zusammen. Und jeder kann auch mehrere Dinge vorstellen, weil nicht alles auf einmal machen, sondern immer erstmal jeder nur eins. Falls jemandem noch was einfällt zwischendurch, kann man natürlich auch jederzeit nochmal aufstehen und weitere hinzugeben. So. Okay. Wer möchte anfangen? Ja, dann fange ich einfach mal an. Und auch was dazu sagen, in der Wirklichkeit. Ja. Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich gerne meine Studenten mehr aktivieren möchte. Das heißt, ich die Studenten damit in die Rolle versetze, dass sie sich selber vorbereiten und aktiv einbringen, beziehungsweise von diese nicht sich in der Rolle des passiven Konsumierenden sehen, sondern halt aktiv gefordert werden und da keine Möglichkeit haben, passiv zu bleiben. Als zweites sehe ich Chancen, mehr Stoff zu behandeln. Das heißt, auf der einen Seite brauche ich keine Zeit mehr damit zu verbringen, den Stoff zu vermitteln, sondern kann gleich zu den Fragen kommen, die sich daraus ergeben, wenn man den Stoff nachbereitet. Von daher könnte das, das, was in einer Vorlesung drankommen soll. Möchte man was Negatives sagen? Ja! Ich habe auch geschrieben, dass der Austausch mit Studenten wegfällt. Was wir ganz häufig machen, ist Frage stellen, dann antwortet jemand, eine Folgefrage, noch eine Antwort und so eigentlich gemeinsam zur Konklusion zu kommen, von was halt das Thema angeht. Und ich glaube, sowas fällt dann halt weg, wenn du so eine Art Video machst. Ich habe noch was Negatives, wo ich nicht so mehr Negatives ja. Und zwar habe ich das Problem, das ist mit Vorlesungen, die viel aktuelle Themen beinhalten. Dann kann ich mich ja nicht einmal aufnehmen und dann habe ich, sondern dann müsste ich mich ja jedes Mal wieder neu aufnehmen und dann ist ja der Effekt weg. Ich habe da das gleiche aufgeschrieben. Ich würde ja anknüpfen mit dem Austausch unter den Studierenden. Wir hatten uns ja schon kurz in der Pause unterhalten, dass Kommentare unter den Videos zugelassen werden. Da würde mich interessieren, ob du die trotzdem irgendwo noch zensierst und drüber guckst, einfach, dass die so weit passen und tatsächlich nur inhaltlich sind oder. Das eine Frage, was ist mit Vorlesungen, die sich jedes Semester weiterentwickeln? Das ist eigentlich so ein bisschen rot-gelb. Okay. Gut, jetzt versuchen wir mal, das ein bisschen zu ordnen. Also ein wichtiger Aspekt, der hier, oder wir machen jetzt mal so, dann machen wir die positiven Sachen, dann können wir das nicht abschließen. Achso, ich dachte, du hast was okay, Chancen, mehr Stoff zu behandeln, das stimmt. Also ich habe auch festgestellt, durch das Konzept kriege ich im Semester mehr durch, in Anführungszeichen. Ja. Also wenn man so rein stofforientiert denkt, schafft man es tatsächlich mehr im Semester zu behandeln. Die Studentenaktivierung und Selbststudium und so weiter, genau, das ist sozusagen die Motivation, weswegen ich das mache. Für Einführungsveranstaltungen, gerade auch wenn mehrere Dozenten das machen. Das ist natürlich auch so eine Begründung, warum müssen denn fünf Dozenten oder vier Dozenten parallel das Gleiche erzählen? Es wäre viel sinniger, wenn es Videos geben würde und man würde die fünf Dozenten trotzdem parallele Gruppen haben, aber lasst aber mit den Studenten dann in kleineren Gruppen diskutieren. Das ist aber schon die tolle Situation, bei fünf Dozenten in kleineren Gruppen das machen zu können, anstatt einer Fünffassung. Dann sollte man die Situation auch eigentlich nutzen, um mit den Studenten ins Gespräch zu kommen und weniger Vorträge zu machen.
Sehr witzig finde ich auch immer, dass an richtig großen Hochschulen, sag jetzt mal Berlin oder so, ne, in der Einführungsmathematikveranstaltung für alle Ingenieure, keine Ahnung, 1500 Leute sind, ja, und die passen aber nicht alle in einen Raum rein, sondern die sitzen dann parallel in anderen Räumen und kriegen über Synchronvideo aus einem Raum den Vortrag synchron übermittelt. Ja, also es kommen 1500 Leute zusammen, um sich in verschiedenen Räumen hinzusetzen und einen tatsächlich auch über Video zu sehen. Ja, wenn man dann nach oben steht, ist das ein Quatsch. Ja. Also so Veranstaltungen sind Schwachsinn. Und ich würde sagen, 1000, ist auch hier so nicht. Also, Veranstaltungen, bei denen 1000 Leute zusammenkommen, um zuzuhören, würde ich komplett streiten. Auch nicht. Macht keinen Sinn. Lieber als Video zur Verfügung stellen. Das ist, ich glaube, ich habe das in so großen Veranstaltungen nicht überlegt, aber ich glaube, es ist effektiver, als die Leute zusammenkommen zu lassen, dann hat man tatsächlich Unruhepegel. Und womöglich sitzt in jedem Raum noch ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der aufpasst, dass alle ruhig sind. Ja. Das ist okay. Was wir auch mit vorstellen können, okay, Gruppencoaching ist ein sehr spezieller Fall jetzt. Genau. Ich glaube, aber gerade auch, weil ihr sehr viel von der Hochschuldidaktik seid, ist ja auch was über Gespräche, die Idee, dass man sozusagen hochschuldidaktische Beispiele als Video anschauen lässt, vorher beispielsweise, also Hörsaalbeispiele oder so auf Video anschauen lässt, um dann zusammenzukommen und darüber zu sprechen. Ja, okay, das sind halt die positiven Aspekte, die können wir uns mal wegnehmen, weil das ist klar. So, jetzt kriegen wir uns mal die negativen Aspekte an den Fragen, damit beschäftigen wir uns jetzt sozusagen der Rest der Zeit. Gut, da habe ich schon angefangen. Also wirklich Einforschung ist wichtig, dass man erstmal weiß, wie wirkt dieses Konzept auch. Da habe ich ein bisschen was gemacht, auch wie sich die Einstellung der Studierenden zu dem Konzept verhält. Wie es sich ändert, habe ich jetzt nicht überprüft. Aber ich habe sozusagen Studentenbefragung gemacht. Die Ergebnisse kann ich vorstellen. Zeitaufwand für viele Studenten wird vielleicht auch kein Fall in die Befragung. So. Wobei, das ist nämlich mal extra, Zeitaufwand ist ein eigener Punkt. Hier haben wir auch Zeitaufwand. Was passiert, wenn das alle machen? Ja. Weil das eine relativ aufwendige Geschichte ist, sich zu Hause ein Video anzugucken. Das ist eigentlich ein Punkt. So, die Effekte nehme ich mal hier auf die Seite. So, dann haben wir die Aktualität und die Vorlesung, die ich jedes Semester weiterentwickeln. Also was mache ich, wenn ich Vorlesungen habe, die ich eben nicht einfach wieder eins zu eins aus der Konserve ziehe? Wo war denn das mit der Aktualität? Die war, glaube ich, hier irgendwo, oder? Ja, die zwei, die schon zusammengeklebt sind, in Rot. Ja. In Rot. Ah ja, genau. Neue Themen, Aktivität steht in die Bierbar, wenn Vorlesung aktuell Themen sind, dann die Schwierigkeiten. Genau, das ist das. So. Dann die Gruppengröße. Wenn Kommentare zugelassen sind, erscheint sie sofort, weil die extra freigegeben ist. Das bezieht sich auch so ein bisschen auf die Öffentlichkeit der Videos. Ne? Das hast du gelesen. Was passiert, wenn man die Videos öffentlich stellt? Das waren die formalen Fragen, die mit der Hochschulleitung und Vorlesungspflicht erfüllt. Das ist, da muss ich mal gefragt, das Wort Vorlesungspflicht hat schon gehört. Also, ja, das war jetzt kein Fachterminus, sondern allgemein immer noch Sprachenstellung. Also als Lehrbeauftragter oder Professor hat man ja eine Pflicht, Lehrveranstaltungen. Genau, Lehrveranstaltungen zu halten. Und da können es ja sein, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was das sehr Lehrveranstaltung ist. Okay. Ja, dass ein Video sein kann, ja, oder auch nicht, ob man halt präsent sein muss oder nicht. Okay, ja. Stimmt. Dann haben wir hier zu den Videos, öffentlich oder nicht, würde ich auch packen, was passiert, wenn man keinen Internetanschluss hat. Also gerade so ein bisschen technische Aspekte. Die Prüfungsform würde ich jetzt, würde ich auch hier schon zur Evaluation mitpacken, also zu den Effekten und ja, das ist hier eine methodische Sache, aber ich packe es mal dazu. Prozentueller Anteil, Spannbreite, Gruppengröße, wie viele Leute kommen, bei wie vielen Leuten kann man das machen, wie viele Leute kommen. Achso, Spannbreite, Gruppengröße.
Genau, das ist mir bei dir aufgefallen. Du hast dich bezogen im Wesentlichen auf die, aufs aktive Plenum, sag ich mal, also auf die Situation der Dozenten sind, was ich vorhin gemacht habe. Und das sind ja erstmal zwei unterschiedliche Konzepte, ganz wichtig zu sagen. Also Flipped Classroom bedeutet ja nur, dass, dass der Input ausgelagert wird und ich dann 90 Minuten Zeit habe zu gestalten. So, und jetzt kann ich die 90 Minuten so oder so gestalten oder mit unterschiedlichen Methoden. Eine davon kann das aktive Plenum sein. Insofern würde ich aber, das hat sich darauf bezogen. Ja. Und du hattest, glaube ich, auch noch eine andere Frage. Hier, gemeinsame Fragen, spreche mit über 100 Studenten. Das bezieht sich dann auf die Frage, was mache ich eigentlich in 90 Minuten, wenn ich keinen Vortrag habe? So, weil es verwaltungstechnisch widerständig liegen könnte, packe ich mal hier. Was tun, wenn die Studierenden bei der Durchführung stark Unterstützung benötigen? Das hat sich auch auf die Sachen mit aktiven Bedingungen bezogen. Nicht als durchgängige Lernform, so dass was passiert, wenn das alle machen. So. Jetzt haben wir hier noch so ein Sternchenzettel. Ja, ja, sorry, das habe ich. Das gehört irgendwo hier. Ah ja. Austausch mit Studenten fällt weg. Das ist ja deine Karte gewesen. Nee, deine Karte gewesen, genau. Dass wenn sie Video lernen, dass sie nicht mit, dass sie dann alleine sind, sag ich mal. Ja, eher was so hat, dass gemeinsam irgendwo zu kommen wegfällt. Ja. Für den Anschluss. Ich weiß nicht, wir fragen oft dann Beispiele für irgendwas, ja. Was enden sie halt selber schon. Ah ja. Gehen dann halt überhaupt weiter. Okay, ah, das wird, okay. So dass sie halt selber schon denken, oder eigentlich weiß ich schon ziemlich viel im Voraus und muss mir das eigentlich bewusst machen. Okay. Hi. Herr Frage, wie weit sind Sie hier drin? Bis Viertel vor eins. Hm? Bis eins, ja, ne? Viertel vor eins. Okay, Viertel nach eins. Genau. Hier. Bis wir schon fertig werden. Ja. Okay. Wie kriegt man die Studis dazu, nicht ständig auf, die, auf das Fachwissen des Dozenten zu setzen? Das war auch noch gemeint. Wie können wir das unterbringen? Auch zu gehen. Genau. Und prozentuale Anteile. Ah ja, also prozentuale Anteile hatten wir schon mal. Einzelkämpferkonzept, oder gibt es noch andere? Das ist falsch. Okay. So, jetzt fange ich mal hier an. Austausch mit Studenten fällt weg, zum Beispiel selber zu Konklusionen kommen zu lassen und eventuell verlieren einige Studenten anstatt an die anderen Kommilitonen. Das ist jetzt nur so ein Teil so gemeint, aber das ist eine typische Frage bei Flipped Classroom oder ein typisches Missverständnis auch, dass es um Videolernen geht. Bei Flipped Classroom ist nicht der Hauptpunkt, Online-Lernen, Video-Lernen oder so. Sondern der wichtigste Punkt ist, warum mache ich mit Classroom? Weil ich die Präsenzphase besser nutzen will. Also mein Ziel ist, wenn wir zusammenkommen, die wertvolle gemeinsame Zeit, den Aufwand, den wir treiben, um zusammenzukommen, diese Zeit sinnvoll für Interaktion nutzen zu können. Dabei stören mich die Vorträge. Deswegen lagere ich die aus. Das ist der Hauptgrund. Ich will nicht die wertvolle Zeit, die gemeinsame Zeit dafür verwenden, dass ich etwas erkläre, sondern für die Diskussion zu interagieren. Wenn Studenten selbst zur Konklusion kommen oder so, ne? Das hängt jetzt natürlich immer ganz von dem ab, wie man das inhaltlich macht. Also man kann ja auch in der Präsenzphase Aufgaben stellen oder Themen mit Studenten behandeln, die sie jetzt nicht im Video vorher angeguckt haben, wo sie selbst die Möglichkeit haben, zu den Ergebnissen zu kommen. In dem Sinne, dass wir eben nicht alles vorher erklärt auf Video, sondern bestimmte Teile. Deswegen kannst du zum Beispiel nur bestimmte Vorträge auslagern. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man in bestimmten Situationen denkt, da wäre es eigentlich sinnvoll, wenn Studenten in der Diskussion draufkommen von selbst. Manchmal hat man vielleicht solche, manchmal solche Situationen und dann kann man sich ja immer frei entscheiden. Ich mache das ins Video oder ich lasse die Studenten in der Diskussion draufkommen. Welchen Punkt kann man noch jetzt?
uns kein, nicht für Seminare im Semester von den Studierenden mitentwickelt werden, das trifft dann letztlich auch dazu. Ja, also klar, das ist keine Methode, die man überall einsetzen kann oder so, sondern es ist eine Möglichkeit, die man hat, wenn man denkt, das passt an der Stelle. Wenn man das Gefühl hat, ich erzähle immer das Gleiche und ich erzähle zu viel und eigentlich würde ich die Studenten lieber mehr aktiv mitarbeiten lassen, dann ist die Situation gegeben, wo ich überlegen kann, die Methode einzusetzen. In Seminaren, wo die Studenten sowieso handlungsorientiert Projektarbeit machen oder so, ja, da weiß ich natürlich nicht. Oder ich komme auf die Idee, auch für die Projektarbeit brauchen die Studenten manchmal noch fachlichen Input, den sie nicht mehr haben, und den stelle ich als Videos bereit, einfach so for on demand. Ja. Also falls jemand nochmal Input braucht zu Software-Engineering-Projekten, zu Methoden oder so, da habe ich hier meine Vorlesungsvideos, da kann mal jemand drauf, im Projektseminar, vom früheren Seminar oder so, vom früheren Vorlesung. Das heißt, wenn man jetzt eine Vorlesung macht und man auch immer mal andere Vorlesungen macht, dann ergibt sich bei längeren Zeiten ein Repertoire an Videos, auf die man dann auch in anderen Kontexten zugreifen kann. Wenn ich beispielsweise mal eine Vorlesung Zahlentheorie und die baut auf diese mathematische Grundlage auf und sagt Studenten, wer es nicht mehr weiß, gucken Sie bitte nochmal diese Videos von damals an, einfach zur Auffrischung, da knüpft er direkt an. Früher habe ich immer noch zwei Sitzungen Wiederholung gemacht. Fällt weg. Das kennen ja auch zwei Sitzungen mehr, die ich für neue Inhalte habe. Okay. Vielleicht greifen wir jetzt mal den folgenden Aspekt hier auf. Gemeinsam Fragen besprechen über Studenten, Spannbreiten, was mache ich eigentlich in den 90 Minuten? Vielleicht grundsätzlich prinzipiell ist es so, die 90 Minuten habe ich dann zur freien Gestaltungskraft. Das heißt, ich kann alles machen. Also ich habe alle Möglichkeiten, ich bin nicht auf den Vortrag festgenagelt oder so. Viele denken ja, wenn ich viele Leute habe, muss ich einen Vortrag halten, dann kann ich gar nichts anderes machen. Aber es gibt natürlich Großgruppenmethoden, die ich einsetzen kann. Also beispielsweise die Methode Think Pair Share. Ja? Also ich gebe kleine Arbeitsaufträge in die Gruppen, da soll sich erstmal jemand selbst Gedanken drüber machen, anschließend bewegt man das mit den Nachbarn und zum Schluss werden dann die Ergebnisse zusammen in Diskussionen beendet. Oder man führt Großgruppendiskussionen. Oder man verteilt Aufgaben, die erstmal von Studenten im Platz gemacht werden, man läuft um, unterstützt und trägt dann am Schluss die Ergebnisse zusammen. Oder man macht so etwas wie das aktive Plenum, das ich vorhin letztlich mit euch zusammen gemacht habe, das folgendermaßen aussieht. Also wir haben es ja vorhin schon mal gemeinsam durchgeführt. Ziel vom aktiven Plenum ist, dass die Studenten gemeinsam Problemlösungen erarbeiten, Diskussionen führen, also als gesamte Gruppe auf Ergebnisse kommen. Wichtig ist, dass das entwickelt im Kontext Lernen durch Lehren. Jean-Paul Martin, Erich Hammer und andere haben das im Schulkontext im Wesentlichen gemacht. Wird auf den Hörlehrgang das genauso übertragen. Also das Ziel ist, dass die Gruppe an sich gemeinsam denkt und durch Interaktionen miteinander Wissen generiert, das in der Gruppe schon vorhanden ist, das aber durch diese Art der Methode aus der Gruppe rausgekissen wird. Hier vorne sind zwei Studenten, einer schreibt, einer moderiert. Ja, man kann auch mit zwei Studenten nach vorne holen, also wenn es jetzt eine große Gruppe gewesen wäre, mit einer großen Tafel, hätte ich zwei Studenten nach vorne geholt, gesagt, der eine schreibt mit rote Punkte auf und der andere kurze Punkte. Oder so. Ne? Kann man auch zu Tricks vorne spielen, mit rote Punkte vorholen. So. Und der Dozent, so richtig, ist mit hinten, der geht aus dem Blickfeld raus. Also ganz wichtig ist, nicht an der Seite stehen. Denn wenn Studierende was sagen, geht über der gesamte Hörer Kopf zu ihnen rüber, um an ganz subtilen Mimiken oder Gestiken wahrzunehmen, ob es denn falsch war oder nicht. Ja? Also man selbst muss aus dem Kontext raus, man bereitet als Dozent hier sozusagen ein Feld, in dem die Interaktion stattfindet. Und die Aufgabe des Dozenten ist natürlich, immer mitzukriegen, was passiert da vorne an der Tafel. Gegebenenfalls einzuschreiten, ganz wichtig, nicht zu früh, nicht zu spät. Wenn man sich immer zu früh einschaltet, führt er dann Diskussion. Wenn man sich zu spät einschaltet, werden die Studenten unsicher. Können Sie jetzt nicht auch mal sagen, ob das richtig ist, was da vorne in der Tat. Also man muss eine Intuition entwickeln, wann man sich einschaltet. Die habe ich auch noch nicht komplett gefunden. Also ich lerne auch noch öfter mal zu spät oder zu früh.
Und man muss für die Atmosphäre sorgen und für Ruhe. Das heißt, man muss möglichst still sein. Ich verstehe, wenn Kollegen sagen, Gott, der Hörsaal ist bei mir immer so laut, aber es gibt Methoden, Hörsäle ruhig zu kriegen. Ja. Einmal am Anfang warte ich, bis es ruhig ist. Durchaus mal 2 Minuten. Mucksmäuschenstill. Und zwar keiner raschelt mehr mit Mäppchen, Tisch auf, Tuchklappen, Rucksack runter und so weiter. Jeder sitzt da und macht nichts. Dann ist es still. So. Bis dort dahin muss man erstmal warten, weil trotzdem wird Papier geraschelt, Stift rausholt und so weiter. Dann wartet das ab, dann ist es mucksmäuschenstill, dann kommen 2 Stunden nach vorne. Und sobald Gemurmel anfängt, muss ich die Tür einschalten und sagen, es muss absolut ruhig sein. Die Studenten müssen natürlich auch immer informiert werden, wenn man ihnen sagt, alles, was man sagen will, sagt man nicht zum Nachbarn. Und das bringt nichts, weil erstmal wird es natürlich laufen, und zweitens kann nicht mit der Nachbar reagieren, sondern man äußert es einfach. Und wenn das falsch ist oder Fehler oder nicht ganz korrekt oder so, dann wird schon irgendjemand anders das merken und aufgreifen und reagieren. Genau die Diskussion wird man haben. Ja, und man muss Coaching machen, sozusagen, für die Beine vorne stehen. Also einfach Methoden-Coaching. Wenn da vorne Stellen steht, nicht weiß, wie er anfangen soll, dann komme ich von hinten und sage, wie könnten Sie jetzt anfangen? Sie könnten zum Beispiel mal fragen, hat jemand eine Frage? Oder hat jemand einen Beitrag? So, dann lernen die Spenden über die Dauer auch solche Großgruppen zu modellieren. So wie ich es vorher auch gemacht habe, wenn ich jetzt gesagt habe, du könntest jetzt auch mal zum Beispiel jemanden dran nehmen, der sich nicht so oft beteiligt hat. Also solche Dinge, da ich ja Lehramtsstudierende habe, ist es genau das Feld, der genau die Dinge, die ich auch diskutiert haben möchte. Solche Situationen, nämlich wie führe ich Unterrichtsgespräche und so. Gut, ich habe mal ein Beispiel aus dem Hörsaal mitgebracht. Vielleicht auch noch zu rechtlichen Aspekten. Die Vorlesungsvideos sind immer so aufgezeichnet, dass man keine Studenten sieht. Ganz wichtig. In einer Sitzung habe ich die Studenten mal gebeten, gerade für diese hochschuldidaktischen Fortbildungen, ob ich mal aktives Training aufzeichnen kann. All diejenigen Studenten, die das nicht auf dem Video sein möchten, nicht hinten rechts in der Kiste, was du vorhin gemacht hast. Und ja, haben auch ein paar nicht umgesetzt, der anderen war es egal. Und dann haben wir es mal aufgezeichnet. So. Das ist von der Qualität her leider ein bisschen gut, weil es ein bisschen verzerrt ist, aber. Okay. Jetzt machen wir ein paar Aufgaben zur vollständigen Funktion und aktiven Bewegung. Das heißt, wir haben schon gefunden. Und schalte mich zu jeder Seite. Jetzt sitze ich hinten und diktiere eine mathematische Aufgabe. Die erste Aufgabe. Also mal ganz links hin am besten zu zeigen. Ich diktiere jetzt einfach die Aufgabe und setze das Plenum, werfe ich sozusagen sofort die Situation, diese Aufgabe lösen zu können. 1 plus 3 plus. Man kann folgendermaßen vorgehen: Es gibt plus verschiedene Möglichkeiten. Einmal, ich weiß, wir finden per Share, ich gebe bestimmt erstmal die Aufgabe, sondern selbst drüber nachdenken und dann schließen wir die Ergebnisse zusammen. Das mache ich bei sehr komplexen Aufgaben, bei denen man nicht sofort die Lösung ist. Bei Aufgaben, die so mittelschwer sind, mache ich es häufig so, dass die Studenten sofort lösen sollen, weil man dann in der Großgruppe auch gemeinsam diese Aufgabenlösung relativ gut entwickeln kann. Ganz wichtig ist auch, dass die Studenten wissen, dass sie nicht die ganze Lösung sagen sollen, sondern immer nur den nächsten Schritt oder so. Also ich sage den Studenten, denken Sie mit, dass die anderen auch mitlösen müssen. Wenn Sie jetzt die ganze Lösung verraten, das ist doof. Ja? Dann Sie sagen den nächsten Schritt und dann müssen die anderen weitermachen. Also nehmen Sie sich auch selbst zurück. Wenn Sie schon was gesagt haben, nehmen Sie sich ein bisschen zurück, damit die anderen. Klammer auf, 2n minus 1, Klammer zu, ist gleich n Quadrat. Das ist die Summe von 1 bis k über 2i minus 1 gleich k Quadrat ist und dann rechnet man dann bis durch k Quadrat. Dann heißt k Quadrat. Sie fahren es angehalten, einfach alles zu schreiben. Egal, wenn Sie merken, es ist falsch, ruhig anschreiben. Das ist nicht Ihre Aufgabe zu denken. Wir hören das nicht. K plus 1, in Klammern Quadrat, und dann hat man es gelesen.
Und das wäre jetzt fast auf der Liste. Ja, aber dann praktisch das, was wir auf der rechten Seite zeigen müssen, also K plus 1 übertragen, das haben wir ja dann vorstellen. So, man sieht hier, die Studenten sind angehalten, ihre eigenen Überlegungen zu begründen. Ja, also, und das sind dann häufig auch mit studentischer Sprache, sag ich mal. Ne? Also das ist dann fachlich so 80% richtig oder so. Und eigentlich ist es aber ganz gut, dass sie das tun, weil dann kriege ich mit, wie die Studenten denken, was sie sagen, welche Fehler sie machen. Es passieren jede Menge Fehler im Hörsaal, die natürlich korrigiert werden. Aber an sich die Notwendigkeit zu haben, dass Studierenden begründen und das versuchen, ihre eigene Sprache zu begründen. Und ich kriege mit, wie das formuliert wird und kann anschließend darauf eingehen und dann bei der Zusammenfassung immer ein paar Aspekte rausgreifen und sagen, die haben schon was gut begründet, aber eigentlich würde man es, wenn man es ganz fachlich korrekt machen würde, würde man es so und so und so formulieren. Und Sie sehen, da ist ein kleiner Unterschied in der Formulierung oder so. Das kann man dann machen. Dann hat man sozusagen auch noch diesen Unterschied aufgeführt. Im Gegensatz zu einem perfekt, fachlich perfekt formulierten Vortrag, wo diese Fehler nicht auftauchen. Müssen Sie das alt? Dann kann man das so wie vorne steht. Ausklammern und so, dann müsst ihr ja. Genau. Aktives Plenum bedeutet nicht, dass ich immer... Ich frage, ob ich es richtig verstanden habe, zum Beispiel zu zeigen, dass man da erstmal, da steht ja der jüngste Gesundheitsbericht zum Buch, dass man so eine Gruppe vereinfacht, zum Beispiel. Genau. Also letztlich, das macht das mit... Sind wir so richtig fest einschalten, oder? Sie wollen... Jetzt komme ich nach vorne und zeige mal was. Sie wollen letztlich... Aktives Plenum, das möchte ich sagen, aktives Plenum bedeutet nicht, dass immer gesprochen wird. Weckt irgendwie den Eindruck, alle seien ganz aktiv. Ja? Das ist damit nicht gemeint, sondern einfach die Tatsache, dass der Hörsaal sich beteiligt. Man muss manchmal 20 Sekunden oder so Stille aushalten, weil die Studenten denken müssen. Sie müssen denken, bevor sich jemand getraut, irgendwas zu sagen. Das heißt, man muss auch aushalten können, dass nichts passiert. Also nichts offensichtlich passiert. In den Köpfen passiert jede Menge, aber nicht offensichtlich im Raum. So, bei der Hilfe noch eine Stelle. Das ist das 9 beschäftigt mich nicht da war jetzt auch eine Situation, in der nichts passiert. Ich geneigt bin aufzustehen, nach vorne zu laufen und dann kommt auf einmal vorne trotzdem mit Finger. Also es hat sozusagen ewig gedauert, bis jemand eine Idee hat, was zu sagen. Und dann habe ich natürlich wieder sofort zurückgenommen. Das ist eine Frage. Gab es denn jetzt auch Moderator eigentlich in dem Beispiel? Ja, da gab es einen Moderator, den haben wir nicht gesehen, aber der stand rechts am Rand. Warum mir die Frequenz der Frage jetzt gar nicht, oder der Wortmeldung gar nicht so hoch vorkam, dass er es den Bedarf durfte? Ja, es waren immer so 4-5 Finger. Achso. Und es ist auch so, aktives Bildung bedeutet nicht, wenn die 100 Leute im Raum haben, dass jeder sich immer gleichmäßig mitbeteiligt. Das ist natürlich in der großen Gruppe immer so, auch in Wikis kennt man es beispielsweise. Es beteiligen sich 10% oder so. Ist okay. Die anderen 90% kriegen mit, wie sich die anderen 10% beteiligen. Sie kriegen die studentischen Prozesse mit oder nicht den Vorteil des Prozesses. Ich habe noch eine Frage. Du hattest vorhin gesagt, dass die Studenten alle Materialien vorher schon zur Verfügung haben. Videos, Lösungen. Ja. Haben die die Lösung denn für das Thema Plenum? Nein. Also dort wird eine neue Aufgabe aus. Okay. Das ist sozusagen auch die Arbeit, die entsteht, wenn man die Vorlesungsvideos aufgezeichnet hat, aber vor dem Aspekt kam, es könnte gedacht werden, dass es weniger Arbeit ist. Das ist nicht. Man muss sich vorher andere Aufgaben überlegen, weil es immer wieder neue Aufgaben, die man ins Plenum einspeist. Und letztlich ist das aktive Plenum oder die Situation der Studierenden, die sich aktiv in einem großen Raum beteiligen, für Dozenten wesentlich stressiger und wesentlich anstrengender, als im Vortrag zu halten. Ich sage mal, Vorlesungen zu halten ist kinderleicht gegenüber Denkprozessen von Studierenden zuzulassen, Lösungen von Studierenden und dann eine Lösung an der Tafel zu sagen, wie stimmt das denn jetzt oder stimmt das nicht? Da kommen ja alle möglichen Fragen, und man auch als Dozent das überlegt, du bist ja auch nicht so richtig sicher, ob das stimmt oder nicht. Und wo man auch sagen muss, ich muss das bis nächste Woche überlegen, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe das jetzt auch, also das aktive Plenum kenne ich, aber also, wenn man jetzt dieses Gesamtpaket da kommt mir das so vor, als ob da wirklich der didaktische Anspruch unheimlich hoch ist. Mhm. Und ich
ich frage mich gerade, inwiefern das überhaupt was ist, was so für den normalen Durchschnittsprofessor ohne didaktischen, also eine explizite didaktische Zusatzqualifizierung leistbar ist. Also natürlich kann man ja die Ansprüche auch an sich selber und auch an die Präsenzphase reduzieren und eben sagen, okay, gut, da mache ich es jetzt halt nicht in einer aktiven Drehung, sondern ich mache irgendwas, wo ich mich halbwegs sicher fühle. Aber auch dieses didaktische Probehandeln, was man dann leisten muss, mit diesen neuen Aufgaben, die man immer wieder einspeisen muss, diese Wahnsinn, also auch diese Flexibilität, sich auf diese Situation immer wieder neu einzustellen. Und das vielleicht gemessen an der Person, die sich damit also nicht so 100% in ihrem persönlichen Komfortbereich fühlt, finde ich, ist eine Messlatte. Also ich finde das schon sehr, sehr anspruchsvoll. Stimmt, ja. Also ich kann mir vorstellen, es gibt jede Menge Dozenten, die das nicht machen wollen. Weiß ich. Trotzdem ist es, also, ja, es ist, wer das nicht kann, macht es nicht. Die Frage auch, wie viel machen so das für ein Klassenleben und so, das ist natürlich nicht so, dass viele das machen. Trotzdem würde ich sagen, ist das eine Richtung, die man durchaus wagen kann, sich weiterzuentwickeln. Aber man kann auch Zeit, die sich das nicht getrauen, einen kleinen Schritt, also das Wichtige ist natürlich nicht, erzählen auf dem Klassenbuch, dieses Problem war einmal und so, habe ich auch nicht gemacht. Ich mache das seit Jahren, wirklich das so Schritt für Schritt, oder immer so stückchenweise. Also, was man durchaus machen kann, ist sagen, vielleicht nochmal deine Vorlesung auf. Ja, das ist jetzt kein großer Schritt, wo ich mich selbst persönlich ändern muss. Um dann in einzelnen Phasen vielleicht mal die Vorlesung wirklich auszuladen und zu überlegen, was kannst du dann machen. Dass man zum Beispiel ein Fallbeispiel mitbringt, über das man diskutiert und die Theorie vorher wurde auf dem Video angeschaut oder so. Also, man kann, denke ich, auch Dozenten, die da Vorbehalte haben, langsam machen. Also ich denke auch, man müsste es, das sozusagen für Lehrer zu machen, sehr stark runterbrechen, ja. Um das überhaupt mal zugänglich zu machen. Also das ist jetzt, was man da macht, und auch mit dem aktiven Leben, schon didaktisch sehr, sehr wach. Ja. Vielleicht auch noch kurz zur Erklärung. Aktives Leben habe ich jetzt im Semester zwei oder dreimal eingesetzt. Gar nicht öfter. Also, eine halbe Stunde, zwei, dreimal im Semester. In der anderen Zeit habe ich andere Dinge gemacht. Also am Anfang habe ich einen Fehler gemacht, nachdem ich mir das überlegt hatte, es immer zu machen. Und dann führt es sofort wieder in eine methodische Wohnkultur, die einfach langweilig ist, Studenten haben gestöhnt und so weiter, aber dann habe ich es auch immer noch abgelassen in der Vorlesung. Also man muss auch Abwechslung reinbringen bei sowas. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen, es gibt tausend andere. Also keine richtige Frage, sondern mehr so ein, ich durfte mir hier auch schon anhören, als ich mich mit Kollegen, also nicht nur aus meiner Sicht kurz gehalten habe, dass ja dann die Vorlesung nichts mehr anderes ist als eine große Übung. Das heißt ja, da hatte ich das Gefühl, da haben auch ganz viele ganz, ich weiß nicht wieso, irgendwie Angst bekommen, nee, das geht ja nicht. Wir haben ja eine große Übung, dann darf die Vorlesung nicht auch wie eine große Übung. Was passiert in der großen Übung? Das. Ah ja, okay, das geht schon nach vorne und. Nein, also nicht unbedingt mit aktivem Plenum. Also das Gängige ist, dass vorne jemand steht und das runterrechnet. Genau, also Vorlesung. Ja. 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 Wenn wir sagen, das ist Vorlesung, dann ja. Also Vortrag hat sich. Sowohl in der Vorlesung als auch im Buch findet Vortrag statt. Genau. Und diese Form findet eigentlich gar nicht statt. So. Das halte ich jetzt aus mathematikdidaktischer Sicht für schlecht, weil die Studenten immer nur Leute sehen, die sie für Experten halten, also Dozent, Tutor oder gute Studenten, sich getrauen vorzurechnen, sind immer Leute vorne, die gut sind und die es können. Und dann sind die Studenten drin und sagen, ja, okay, das ist selbstwirksamkeitsmäßig, der kann das doch vorne ganz gut, aber ich will das nicht schaffen. Das ist immer so dieses das Rechnen mit dem Vorlesen präsentieren. Bei mir ist es so, die Übungen, die von Tutoren betreut werden, sind reine Arbeitstreffen. Das sind die Studenten, die lösen Aufgaben. Der Tutor ist nur da und betreut und hilft, gibt immer so Stups im Sinne von minimaler Hilfe, sie ein Stückchen weiterzuheben, wenn sie nicht weiterkommen, strategische Hilfe zu geben. Das heißt, der ist Lösungsberater, Aufgabenberater, Anschlusspartner. Im Plenum mache ich tatsächlich dann so Großgruppenübungen, aber wirklich Übungen oder Diskussionen, wo ich als Experte, also ich sag mal als der Hauptexperte der gesamten Veranstaltung, die wirklich schwierigen Fragen an Stellung spreche, auf die wirklich kniffligen Dinge eingehe. Und ich demonstriere auch immer was. Also ich mache auch Vorträge in diesen Situationen. Wenn ein Student kommt und sagt, das ist jetzt beleidigt, das bedeutet, dieses Problem hat wirklich kaum jemand verstanden. Dann erkläre ich es nur eine Viertelstunde. Aber in Interaktion mit Fragen, ich stelle Rückfragen nach Unterrichtsgesprächen. Also ähnlich wie die Großgruppen bei euch vielleicht.
Aber so Vorträge, so reine Vorträge, versuche ich nach Möglichkeit auszuladen. Was ich nur sagen wollte, ist halt auch, dass da große Ängste auch anscheinend herrschen. Ich bin gerade degradiert sozusagen. Eigentlich bin ich so derjenige, der die Vorlesung halten muss. Genau. Und genau, man müsste eigentlich deutlich machen, du bist viel zu schade drum, nur einen Vortrag zu halten, was im Buch steht. Eigentlich könnten das andere machen. Du als Hauptexperte bist der Einzige in der Veranstaltung, der auf die schwierigen Fragen der Studierenden angemessen eingehen kann. Der sofort sieht, wo die Probleme sind oder der potenziell sofort sehen kann, wo die Probleme sind, um mit den Studenten gemeinsam die Lösung zu erarbeiten. Also eigentlich muss man solchen Leuten deutlich machen, du bist eigentlich viel zu schade, um einen Vortrag zu machen. Du bist eigentlich derjenige, der wenn man so knifflige Fragen mit den Studenten ins Bildung greifen kann und der auch die Kompetenz und die Fähigkeit hat, solche Prozesse auszuhalten und dann letztlich auch beurteilen zu können und Wichtiges von Falschem trennen zu können und so weiter. Aber ich kenne halt mehrere Professoren, die wirklich Angst haben, die gehen ihre Vorlesungen nicht ab, die kommen lieber krank zur Vorlesung, damit sie die persönlich halten können, als dass jemand sie vertritt. Also auch welche Ängste, wo ich denke, das ist ja auch wieder, da wären wir wieder bei diesem starken System. Wie erklärt man so jemand, der so ganz viel Angst hat, diese Vorlesung abzugeben, dass er zu schade dafür ist? Muss er ja nicht abgeben. Weiß er ja. Hallo. Ja, das weiß ich nicht, ja. Also, das Ergebnis kann man so allgemein wahrscheinlich nicht beantworten, also mit der konkreten Person, die er vorher ist. Aber eigentlich sozusagen die Denke ist diejenige, dass man eigentlich diejenige klar machen muss, dass, ja, wie gesagt, dass es schade ist, dass es die Vorträge gibt. Ja. Ich glaube, das Ganze bewegt sich in Richtung Kulturwandel. Das trifft auch quasi unterschiedlichen Generationen von Lehrenden, dass halt das Grundverständnis von einer Vorlesung ist, dass man persönlich dort steht. Die Vorlesung wird immer der Chef. Auf gar keinen Fall darf die Vorlesung nicht stattfinden. Das ist eine Frage der Ehre. Professoren zeichnen ihre Studenten als, also es sind meine Studenten. Ich bin der Lehrer. Dass da viel zu viel Ego im Raum steht, dass man sich vielleicht nicht ankratzen lassen möchte durch immer Lernen. Dass einfach dieses Unverständnis halt ein ganz anderes ist, wo man Schritt für Schritt die Leute vielleicht auch durch solche Didaktik-Schulungen darin quasi in die Richtung bringen sollte, dass es einfach eine andere Methode ist und dass halt die Sachen anders definiert werden sollten, gerade auch im Hinblick auf was ist der Unterschied zwischen einer Vorlesung und einer großen Übung. Geht das Ganze vielleicht sogar in Richtung Pro-Seminar? Da existieren halt diese Definition von Lehrveranstaltungen und Zuständigkeiten und Hierarchien und das ist halt schwierig, dann jemanden, der Jahrzehnte an so einem System gewöhnt ist, plötzlich heranzubringen und sagen, lass doch mal die Vorlesung eine große Übung sein. Ja. Da ist ja nichts dabei. Ich glaube, also das ist noch ein langer Weg, die man halt ganz sachte gehen muss, um die Leute dort zu bringen. Und das ist jetzt auch eine Möglichkeit hier, bei denen, die noch jünger sind, quasi in Denkweisen nachzubringen, dass es auch anders geht. Genau, klar, ist Kulturwandel. Also hin von starren Vorlesungs- und starren Veranstaltungsformen, die es in der Hochschule gibt, hin zu mehr Flexibilität. Es ist ja gut, dass man vielleicht auch eine Vorlesung zu halten sagen, aber dass man dann ein bisschen gedanklich reflektiert hat, sich wirklich für die Kultur entscheidet und nicht das macht, was man immer schon gemacht hat im Kontext. Aber Kultur war mir dauernd nicht lang. Die Kultur ändert sich nicht ständig. Okay. Darf ich noch mal ganz kurz dazu sagen?
Ich wollte nur sagen, man darf auch nicht vergessen, dass der Professor ja letztendlich auch als Prüfer dasteht, ganz offiziell, und der eigentlich für alles die Verantwortung trägt, der eigentlich auch für die komplette Lehrveranstaltung. Also von daher kann man schon verstehen, dass sie das vielleicht auch nicht so aus der Hand geben wollen oder. Ne? Sie geben ja eigentlich nichts aus der Hand. Das muss ich mit klammern. Aber sie haben die Verantwortung dafür. Ja, sie haben die Verantwortung dafür, wie sie die Veranstaltung gestalten. Und die Tatsache, eine Vorlesung lesen zu müssen oder halten zu müssen, Vorträge zu halten, hängt überhaupt nicht zusammen mit der Verantwortung für die Veranstaltung. Sie geben den Vortrag ja, sie zeichnen ja auf, sie machen ja auch selbst, sie zeichnen offen, stellen für immer zur Verfügung und zu jeder Zeit zum Anschauen. Also insofern ist es ja eigentlich, kommen sie ja vielleicht noch mehr ihrer Verantwortung nach, für den Input zu sorgen, wenn sie den Input permanent abrufbar bereitstellen. Also ich wollte sagen, ich glaube einfach, es ist Energieverschwendung, sich darüber Gedanken zu machen. Also ich glaube, es gibt einfach Professoren, man muss jetzt einfach dann warten, bis sie in Rente sind. Also ja, ist glaube ich so. Da kann man lieber dafür sorgen, dass der Nachwuchs, der kommt, motiviert ist, da was zu ändern und das vielleicht später irgendwann anders zu machen. Anstatt jetzt zu sagen, also ich sag mal, ich habe eigentlich mit Biologen, Biotechnologen zu tun, das sind, sage ich mal ganz gut, keine Ingenieure. Ich habe aber auch in Kooperation mit Ingenieuren zu tun gehabt. Und es ist eine komplett andere Sprache, die da gesprochen wird. Und auch komplett andere Einsichten, Ansichten. Und ich möchte mich nicht mit denen anlegen. Ich würde sagen, lass die zu Ende machen. Und irgendwann kann ich dann meine Änderungen einbringen. Auch ich glaube, es ist immer eine Verschwendung, da irgendwas ändern zu wollen. Man kann sich selbst ändern, seine Veranstaltung als gutes Beispiel vorangehen, sage ich mal, und andere möglich. Missionarisch tätig sein, hilft nicht. Also ich finde, das Stichwort Kulturwandel, ich finde, wenn man jetzt solche neue Methoden einführt, ist es normaler kein Kulturwandel. Also wenn man jetzt sagen, Classroom-Woche ändert sich gerade die ganze Lehrkultur. Das ist einfach so. Und ich denke auch, das ist durchaus auch, also wird immer noch so von den Professoren gesprochen, die sagen, naja, also ganz schön, wir wollen nicht. Ich denke aber durchaus, dass es viele gibt, die dem auch aufgeschlossen gegenüberstehen. Und ich denke auch, wir befinden uns hier im Kontext einer technischen Universität. Und ich denke, es ist einfach durchaus auch ein allfälliges Argumentationsmittel, wenn man sowas voranbringen möchte. Wenn wer an einer technischen Universität lehrt, aber die Technik gar nicht nutzt, weiß ich nicht. Das ist für mich problematisch, dass sie das, wie gesagt, das jetzt Professoren nicht tun, die schon jahrelang nichts anderes getan haben. Da denke ich auch genauso, das wird man auch nicht ändern können, aber die würden halt einfach zu Ende machen. Aber ich denke schon, dass es durchaus immer Möglichkeiten gibt, sowas einzubringen. Und das muss ja auch nicht helfen, wenn das ist. Und da kann man sich auch den Aspekt denken, was passiert, wenn es alle machen. Ich habe die Erfahrung gemacht oder den Eindruck, dass das Flipped Classroom als Konzept ein ganz gutes Einstiegskonzept ist. Also, wenn ich mich als Dozent entscheide, Studierenden aktivierender zu arbeiten, dann ist Flipped Classroom eine ganz gute Möglichkeit, den Raum dafür zu schaffen, dadurch, dass ich Vorträge auslage. Das ist eigentlich auch nicht besonders aufwendig für den Dozenten. Man zeichnet auf, stellt es online, und ab dem nächsten Semester, ich muss nicht mal irgendwie vorproduzieren oder so, ja, sondern ab dem nächsten Semester mache ich das dann hier und da mal. Das ist ein ganz guter Einstieg. Auch in der Schule. Also es gibt, wenn ein Lehrer sehr klassisch frontal unterrichtet, dann ist es ein ganz guter Einstieg, diese Frontalphase als Video auszulagern und dafür mehr Zeit zu haben und dann in die Situation reingeworfen zu sein, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann zu lernen, was es heißt, Studierenden aktivierende Methoden einzusetzen und jetzt kommt es am Ende vielleicht sich auch vom Konzept für Classroom zu verabschieden, diesen Inputphase vorantreiben. Also es machen viele die Erfahrung oder einige die Erfahrung, dass der Flipped Classroom so eine Phase ist, die man dann vielleicht auch wieder, die man dann wieder verlässt, wo man sagt, eigentlich ist mir das zu viel Input vorne dran. So geht mir es gerade momentan. Also im nächsten Semester werde ich einige Videos nicht mehr einsetzen, weil ich denke, es ist zu viel Input vorne dran, es ist zu deduktiv. Ich erkläre, wie es geht und dann wird angewendet und geübt. Eigentlich möchte ich in vielen Situationen die Studierenden auch, was du vorhin gesagt hast, bestimmte Dinge erstmal selbst entwickeln lassen oder Erfahrungen sammeln und dann anschließend eher inputiv Dinge dann zusammenzutragen und zu systematisieren. Sodass ich jetzt mit dem Gedanken spiele, im nächsten Semester ein paar Videos wegfallen zu lassen, dafür eher vorbereitende Aufgaben zu geben, die die Studierenden in Vorbereitung lösen, also nicht nachher üben, sondern vorher üben,
nicht üben, sondern vorher Aufgaben lösen, bestimmte Dinge entwickeln und mit ihren Erkenntnissen, die sie da gewonnen haben, dann ins Plenum kommen und dann tragen wir die Erkenntnisse zusammen und sozusagen auch so eine Art von Classroom, aber nicht mit Video vorgelagert, sondern mit Aufgaben vorgelagert. Das ist das, was ich gerade mit den Studenten mache. Ja. Da ist aber dann zum Beispiel das Problem, wenn von der Gruppe nur 15% das dann gemacht haben, obwohl sie wissen, was zu tun ist. Ja. Dann läuft es halt scheppig. Ja, das stimmt. Das ist dasselbe mit den Videos. Ne? Ich weiß nicht, ob das in dem Kontext ist. Also ich habe es lange mit Erfahrung gemacht, sie bereiten sich vor. Weil ich das vielleicht noch nicht so gut. Es gibt auch Stunden, da sind sie vorbereitet, aber es gibt auch Stunden, wo ich dann danach denke, ja. Also sie wissen es ja eigentlich, und jetzt waren es aber nur 3 von 20 oder so. Und ja. Ja. Ja, damit kämpfen wir vielleicht eher bei besseren Aufgaben als bei Videos. Videos sind einfach anders, das ist vielleicht ein Nachteil. Ja, eine Sache muss ich mir vorstellen, wenn es um Methoden geht, die man einsetzen kann, habe ich gerade den Gedanken gespielt, Hörsaalspiele. Im Klassenzimmer werden auch oft immer Spiele eingesetzt, also zwischendurch zur Auflockerung oder ja auch um bestimmte Dinge zu transportieren. Und die Idee ist, um auch nicht schlecht, das mal auszuprobieren. Ich habe das einmal ausprobiert, ich habe einen Hörsaal geteilt in 2 Hälften, 2 Gruppen. Habe Primfaktorzerlegung machen lassen, also mit dem Taschenrechner einfach auf Primfaktorzerlegung schon richtig gerechnet. Und die Gruppe, die zuerst die Primfaktorzerlegung zu einer Zahl sagt, kriegt einen Punkt. So, ja. Was habe ich erreicht? Die Studenten habe ich dazu gebracht, endlich mal im Kopf zu rechnen. Ich sage immer, ihr müsst im Kopf rechnen, auch schriftlich rechnen und so weiter. Erstmal werdet ihr Lehrer, Grundschullehrer, das müsst ihr eigentlich können. Und zweitens, in der Klausur habt ihr keinen Taschenrechner, also ihr solltet auch einfach fit sein im Kopf rechnen, schriftlich rechnen. Sie machen es aber nie. Ich bin in so einer Spielsituation, die Situation erzeugt habe, dass es tatsächlich gut und auch schnell sein müssen, weil ich erst das Ergebnis sehen müssen. Und außerdem habe ich was Fachliches mit deutlich gemacht, nämlich das Prüfungsfaktor zu nehmen, eine sehr schwierige Sache ist. Und selbst Computer bei großen Zahlen nicht zu unterschätzen, ist ein Problem. Auf sozusagen ein ganzes Verschlüsselungsmechanismus gründen. Und Hörsaalspiele finde ich immer eine gute Idee, weil da sind wir erstmal mit Christina Lupius, die. Also arbeitet ja auch gerade ein, wenn wir dazu Forschungsprojekte machen, also, wie man Hörsaalspiele einsetzen kann, um tatsächlich auch inhaltliche Dinge zu vermitteln. Oder auch mal zur Auflockerung, warum nicht? Wer wird Millionär oder so, oder dass man solche Tools einsetzt, so Fragetools oder irgendwie mit Klickern A, B, C, D abgestimmt wird oder so. Also einfach solche motivierenden Situationen zu schaffen. Okay, vielleicht gehen wir jetzt zu dem Punkt, was passiert, wenn das alle machen, oder zu dem Aufwand. Zeitaufwand, Angaben von Studierenden, sind davon für alle Lehrveranstaltungen, Semesterwirklich und so weiter. Vielleicht erstmal zu meinem Kontext. Diese Modul 1 Veranstaltung ist eine Veranstaltung, auf die gibt es 5 Leistungspunkte. Also 5 Credit Points sind 150 Stunden. 150 Stunden. Einer dieser Credit Points, einer geht fürs Plenum drauf. Und das Plenum mit 2 SVS sind die einzigen Pflichtveranstalter. Das heißt, ein Credit Point geht fürs Plenum drauf, einer für die Übung, wenn man hingeht, dann habe ich immer noch 3, und einer fürs Video ansehen. Das heißt, habe ich noch 2. Diese 2 sind Üben, Aufgaben bearbeiten, alleine mit einem Punkt zu Hause vorbereiten, die Klausur und so weiter. Das heißt, es ist von der Leistungspunkte in meiner Sicht immer abgedeckt. Natürlich muss man das nicht berücksichtigen. Also für das Video angucken vorher, wenn man es wirklich in der gesamten Lehrveranstaltung macht, geht ein Credit drauf. Dafür gewinnt man sozusagen eine Zeit im Plenum, um weiter zu üben. Das muss man aber für sich arrangieren, sozusagen in seiner Lehrveranstaltung. Natürlich sollte man die Studenten nicht übermäßig damit überbelasten, dadurch, dass man noch zusätzlich Zeit in Anspruch nimmt. Also es muss zu durchdacht sein. Nicht durchgängig gelernt haben, wird auch sagen, wenn es jeder machen würde, wäre es langweilig. Insofern ist es auch ganz gut, dass es jeder macht. Es gibt ein paar Dozenten in Deutschland, die es machen. Ich zeige auch noch ein paar Beispiele, wie die ihre Videos machen. Ist der Punkt damit geklärt, nicht durchgängig gelernt worden? Ja. Eigentlich noch nicht, weil natürlich ist das nicht diese Selbstform und so weiter. Ich meine, ich habe selber das nicht in der Weltschaft nachgelesen, kenne ich das eigentlich nicht kaum. Aber ich habe jetzt in diesem Semester diese Ringvoranstaltung, die zu Ringvorlesungen, die über
Bachelor, Master und so weiter gehen. Und da ist ja einmal aufgezeigt worden, was halt gefordert ist, wie gefällt worden, was das tatsächlich bewirken würde, sodass die Studenten eigentlich von Weihnachten einmal bis Weihnachten durcharbeiten müssen, ohne Urlaub und so weiter, dass es aber erstmal gar nicht machbar ist. Und also ich würde mich halt wissen, was die Studenten selber sagen, was das für Zeit auch angeht. Weil ich kann ja das Video anschauen, ja, mir erst angucken, laufen lassen, weil ich nebenbei noch diese Ticker nebenbei lesen, schreiben, chatten, was auch immer. Ich kann dann euch kriegen einen Stopp zwischendurch und so weiter. Das ist halt die Frage, wie also. Ja, ich habe die Zeit nicht herum. Die Studenten sagen, es ist mehr Aufwand. Die Studenten realisieren, es ist mehr Aufwand, sie sagen es auch, aber wir schätzen das Konzept trotzdem. Das ist das Schöne dran. Also sie sagen, es ist zwar mehr Aufwand, aber bitte trotzdem machen. Ja. Wie viel genau müssen wir eigentlich tatsächlich mehr geben, dass wir in die Protokolle geführt werden, wie viel Zeit brauchst du in der Woche? Ich habe auch witzigerweise festgestellt, ich habe die Videos von einem ganzen Semester genommen und habe mal alle Zeiten addiert von den Videos. Und ich komme auf 13 Stunden. Das müssen eigentlich 30 sein. Ich weiß nicht, wie die andere Zeit ist. Organisatorisch ist zwischendrin, dann hat man mal 1, 2 am Anfang. Die erste Phase liegt nur für organisatorisches drauf, am Schluss nochmal nur für die Klausur zwischendurch, auch mal Aufgaben bearbeitet, wenn sie aufgenommen wurden und so. Und der Zeitaufwand, das Video anzusehen, ist eigentlich schon ein halber Minutenpreis. Wenn man es wirklich am Stück macht oder so machen. Das muss ich beim Fußball spielen, ich bin auch nicht 90, sondern keine Ahnung, 65 oder so, wenn die ganzen Schiedsrichter abpfiff und so weiter ausreichend. Ja. Die Frage, aber du hattest die Grundschule gelernt? Hattest du auch deine Leistungspunkte, die sich genauso zusammengesetzt haben wie Fred von ein Leistungspunkt, 30 Stunden Arbeitsaufwand? Ich habe eine Weil man bei diesem alten SPS-System auch davon ausgeht, dass man dieselbe Zeit, doppelte Zeit und so nochmal Vor- und Nachbereitung hat. Insofern kann man da auch davon ausgehen, dass wir eigentlich auch raumlos bleiben. Also ich wollte noch mal sagen, zu diesem Zeitaufwand. Also ich wäre mit dieser Aussage von Studierenden total vorsichtig, denn das ist eine neue Sache. Da werden sie sich nicht hinstellen, sondern wir machen jetzt viel weniger als vorher. Also das werden die einfach nicht tun. Und subjektiv ist es immer so, dass sie erstmal sagen, ja, das ist alles total viel. Also den meisten ist, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, wie viel Leistungszeit eigentlich hinter diesen Credit-Points steckt. Also ich sage das immer zu Anfang jeden Semesters nochmal, oh, so viel, ja, 30 Stunden. Ne? Also teilweise sind die Leistungen auch so angelegt, dass sie mit Sicherheit nicht diese 30 Stunden brauchen, um sie zu erreichen. Ich denke mal, da ist es wirklich wichtig, meine Reihenzahl tatsächlich zu protokollieren. Wenn ich höre, dass alleine die Videos nur 13 Stunden statt 30 sind, aus denen ja die Vorlesung besteht, dann müssten sie ja theoretisch noch mehr tun, um diese Zeit wieder aufzuholen. Also insofern finde ich es schwierig. Also ich glaube, da müsste man nochmal gucken, dass man da nochmal einen verlässlichen Rahmen hat. Ja, das ist einfach vollkommen. Ja. Aber ich glaube, dass es mehr aufhört. Das heißt, kommt zusätzlich zu üben, wir dazu nicht zu Hause die Videos auch müssen. Und ich mache das mittlerweile, sollte ich auch für die Übungsaufgaben Lösungsvideos produzieren. Also das heißt auch, dass es aufhört, wenn ich mir anschauen möchte, wenn ich jetzt nicht selbst zur Lösung gekommen bin oder so einfach bei Bedarf zu mischen. Also es gibt wirklich jede Menge Materialien und es ist mehr Aufwand. Vielleicht gehen wir kurz mal in die Evaluation rein, denn das ist, glaube ich, jetzt schon eine ganz interessante Geschichte. Das war jetzt in der Mitte von dem Semester. Das war im Wintersemester 11/12, vor einem Jahr, in der Mitte vom Semester gefragt. Aber nur eine Frage möchte ich versuchen. Mike Fischer gemacht und war von der Masterarbeit. In dem Semester war die Gruppe relativ klein. Es waren nur, weiß ich, ca. 80 Studierende oder so. Und an dem Tag der Befragung waren 55 da. Und das ist auch so, es kommen immer ungefähr 80% vielleicht, 80% der Studierenden. Da würde ich jetzt sagen, wie in einer normalen Vorlesung auch. Bei mir ist aber das Witzige, das ist dienstags morgens um 8. Also ich hätte gedacht, wenn ich die Videos bereitstelle, kommt keiner mehr. Dienstags morgens um 8. Aber sie kommen wirklich kontinuierlich auch morgens um 8, weil sie irgendwie denken, dass das Plenum eine sinnvolle Sache ist.
So. Jetzt hier die Frage, hast du alle bisherigen Hausaufgaben auf den Vorlesungsvideos angeschaut? Das war so in der Mitte vom Semester und da haben 45 und 55 gesagt ja. Dann 87% schauen das Video dann in den Einlagen an, also die Videos einfach anschauen oder so mit uns einfach, warum soll ich das einfach anschauen, wie es verstanden wird oder so, ja, also ich schaue das Video einmal an. Und bei gegebenenfalls schaue ich mal bestimmt die Ausschüsse noch ein zweites Mal. Dann 76% laden sich vorher ausreichend Zeit ein, 78% machen sich Notizen währenddessen. Das war damals, als ich noch keine Worksheets zu Hause gegeben habe. Dann habe ich von Jürgen Handke gelernt, der ist Englischdozent in Marburg, und auch Jörn Logischacht, der ist immer Dozent in Bielefeld, die geben Worksheets aus. Also die geben Blätter aus, die man ausfüllt, während man eine Vorlesung ist. Das mache ich mittlerweile auch. Das ist eine ganz sinnvolle Sache. Man macht sozusagen ein Lückenskript, vorstrukturierter Tafelanschrieb mit Leerstellen, die Sie ausfüllen, während Sie die Videos anmachen, damit Sie wirklich auch nicht nebenbei chatten und so weiter, sondern was zu tun haben, also inhaltlich tatsächlich aktiv die Videos mitarbeiten. Bevorzugte Zeit, das Video am Wochenende und zu Hause. Nur 3 Studenten lernten tatsächlich mit mobilen Endgeräten im Zug oder so. Also das ist ja eigentlich das, was die idealerweise vorstellt. Bearbeitet Aufgaben und wenn man was nicht weiß, holt man sich ein Video und die Mahntrappe und schaut es an. Per iPhone oder so was. Ja. So, jetzt bin ich über den Gang gelaufen und einmal höre ich mich reden. Seltsam. Ich habe 5 Sekunden realisiert, was da gerade los ist. Dann habe ich jetzt eng geguckt, da haben 2 Studenten da gesessen, haben ihre Aufgaben gelöst und haben nochmal ein Video reingeguckt. Das ist natürlich genau die Art und Weise, wie ich mir Lernen vorstelle. Ja. An der Stelle. Das passiert aber in dieser Form eher selten. Also, eher traditionell gemacht, ich schaue mir erst die Videos an und dann die Aufgaben. So ist es auch gelegt. Also vielleicht mit dem Gerät die an, genau, also im Wesentlichen der Punkt der Podcast-Konferenz. Die Erfahrung vielleicht auch, was machen wir, wenn die Studenten kein Internet haben? Die Erfahrung habe ich gemacht, gibt es nicht. Einmal hat eine Studentin kein Internet zu Hause gehabt, die hat es im Rechner auch angerufen mit Kopfhörer. Also wir haben ja auch echte Arbeitsplätze, Studenten zur Verfügung. In den seltensten Fällen werden die überhaupt benötigt. Und man könnte die Videos auch auf die Vorlesung ausgeben. Aber noch eine Frage zu dem Mitteltext. Also vorher haben die Studenten einen selber geschrieben und jetzt haben sie den Mitteltext. Gab es irgendwie ein Feedback dazu? Der Mitteltext wird sehr gerne angenommen. Also die Studenten haben keinen Vergleich, weil die einen haben so gehabt, die anderen so. Der Mitteltext wird ausgefüllt und wird als Stütze wahrgenommen. Und das Wichtige ist, unten auf jedem Lückentext ist unten ein Bereich drauf, also komme ich gleich, später mal. Fragen. Notiere dir hier Fragen aus den Videos, weil im letzten Semester habe ich im Semester vorher hier drauf gemacht, die Studenten haben Fragen, aber sie vergessen sie. Sie kommen wieder und sagen, ich habe meine Fragen vergessen. Hätten sie aufschreiben können. Also sie brauchen auch sozusagen Unterstützung zu, guck mal, hier ist der Bereich, schreibt ihr die Fragen da rein. Dann sammle ich die Fragen am Anfang und dann bespreche ich sie. Weil, also ich habe das auch gemacht. Also noch vorher war es, dass ich Studenten handschriftlich mitschreiben musste. Danach habe ich den Lückentext gemacht. Und bei mir war aber immer das Feedback, mitschreiben ist nicht so viel. Gut, dann habe ich nochmal überlegt, Lückentext gemacht. Das fand ich dann, die erst mitgeschrieben haben, ganz toll. Dann kam der neue Lehrer, der hat gesagt, Lückentext mitschreiben, das ist mir zu viel. Dann gibt es eine Möglichkeit. Eine Idee war dann, zumindest Lücken raus zu hinterlegen, damit sie wissen, also es war so mit den Studenten zusammen entwickelt, eine Idee, damit sie wissen, wo sie mitschreiben und nicht so viel suchen müssen. Das habe ich dann einmal gemacht, danach nie wieder, weil es war extrem laut, weil sie ja nur noch wussten, oh, das heißt, eine Lücke ist da keine Lücke, da muss ich mitschreiben, muss ich zuhören oder nichts mitmachen. Dann hatte ich diese grauen Felder wieder rausgenommen. Neuer Jahrgang, da war es dann wirklich so, Lückentext wohl nie, wir wollen gar nichts mitschreiben. Also darum so, das war so meine Erfahrung so mit den Jahrgängen, die mitgeschrieben haben, fanden das Mitschreiben toll, die das erste Mal dann diesen Lückentext hatten, fanden den Lückentext toll und die ganz neuen, die möchten gar nichts mitschreiben. Also es entwickelt sich, das nehme ich auch wahr, es gibt immer so Kulturen. Und wenn man eine Sache macht, dann finden die einen es nicht gut, dann ändert man es im nächsten Semester und dann finden die genau das Gegenteil, schlechtes und genau. Und klar, ich würde sagen, mitschreiben ist eine gute Sache, weil man bestimmte
mathematische Formeln, Termen und so weiter, weil die dann einmal durch die Finger gegangen sind und man weiß, welche Symbole man an welcher Stelle setzt. Und beim Schreiben auch diesen, das, was man gerade schreibt, noch nicht durchdenkt. Also dieses Nicht-Mitschreiben, das alles als Material geliefert bekommen und so, halte ich für keine so gute Idee. Also ich finde es auch interessant, also ich habe dann gesagt, nee, ich lasse das mit dem Lückentext, weil ich auch mir gedacht habe, naja, die, die gerne mitschreiben möchten, sollen ruhig mitschreiben, die komplette Lösung kriegen sie aber auch. Also sie kriegen halt die Möglichkeit, sie kriegen von mir auch, müssen sie sich selber ausdrucken, wie die Lernmittelfreiheit, den Lückentext ausgedruckt, können dann mitschreiben und das machen auch relativ viele. Und trotz, obwohl die wissen, dass sie dann später auch das Ausgefüllte dann nochmal zur Verfügung haben, falls sie mal was nicht mitschreiben konnten, oder schreiben sie trotzdem mit. Und dabei habe ich dann einfach gelassen und dann auch nicht mehr, das möchten die Neuen, das möchten die, und dann, dann wurde auch nicht gemohnt. Also ich hatte auch das Gefühl, wenn man die Studenten immer fragt, dann haben sie auch immer was zu mitnehmen. Und bei einigen Sachen habe ich einfach das Gefühl, da muss ich für mich entscheiden. Bei bestimmten didaktischen Entscheidungen muss man Dinge entscheiden, die die Studenten nicht mögen. Weil es aber aus Lernen, psychologischer Sicht und aus Lernsicht und didaktischer Sicht sinnvoller ist. Also man ist geneigt dazu, all das zu machen, was Studenten gerne hätten. Aber das ist nicht unbedingt das, was zu einem besseren Lernerfolg führt. Ich hänge auch noch an diesen Lückentexten. Also so, ich kenne keine solchen Lückentexte, ich habe auch wenig Gefühl für den mathematischen Kontext. Auf den ersten Blick habe ich das Gefühl, wie weit geht es denn jetzt noch runter mit dem Niveau? Das ist mein erster Gedanke, weil wenn ich also schon mit die Hilfestellung gehen muss, damit überhaupt mal ein Mitschnitt stattfinden muss, dann frage ich mich schon, muss das so sein? Dann habe ich aber wieder gedacht, ist das nicht, also muss man da nicht vielleicht irgendwie seinen Ansatz ändern? Also ist es nicht vielleicht so, dass wenn ich schon Lückentexte geben muss und Studierende in die Lage zu versetzen, einen Mitschritt zu leisten, ist es dann nicht so, dass ich mich fragen muss, wie sieht es denn mit meinem Stoff aus? Also ist es denn nicht vielleicht einfach so, dass ich mich fragen muss, wie gestalte ich die Vermittlung des Stoffes so, dass jeder normale Studierende mit GMV, also mit Menschenverstand, in der Lage ist, einen vernünftigen Mitschritt zu leisten? Also muss ich dann vielleicht doch das Paket kleiner schnüren. Denn ich finde jetzt, also das sind so artifizielle Verrenkungen, finde ich, die man da macht, um etwas zu produzieren, was eigentlich leistbar ist. Kann ich nachvollziehen, aber in dem Kontext, gerade bei Klausur, würde ich sagen, ist es wichtig, solche Unterstützungsmaßnahmen zu geben, weil Studenten überhaupt nicht gewöhnt sind, sich zu Hause Videos zu vorbereiten und so. Vielleicht kommen sie gar nicht auf die Gedanken, um zu schreiben. Oder, ne? Also im Sinne von, ich sage hier, guck mal, wenn du das Video zu Hause anguckst, ist es sinnvoll, wenn du dir Notizen machst. Man mag gesunder Menschenverstand hin oder her, aber ich habe das Gefühl, ich versehe sie jetzt hier mit einer neuen Methode. Und es kann sein, dass, also ich fühle mich auch irgendwo verantwortlich dafür, ihnen entsprechende Unterstützungsmechanismen zu geben, von denen ich denke, dass es hilft dabei, das Konzept gut durchzuführen. Und wichtig ist beim Video anschauen eben, dass man mit, also dass man denkt, dass man auch tatsächlich genauso mitschreibt, was man in der Vorlesung mitschreibt. Und der Lückentext ist jetzt nicht besonders Text, sondern es ist eigentlich mehr Lücke, sag ich mal. Ich gebe große Bereiche vor, die in den Videos vorkommen, und sage, füllt das aus, und letztlich kann man das hier reinschreiben, oft das reinschreiben, was auf einer Tafel entfällt. Und es sind öfter so etwas solche großen leeren Blöcke, die dann hintereinander kommen. Satz ist euer Glied. Wie der Satz ist euer Glied lautet, Doppelpunkt, Block. Beweis, Doppelpunkt, Block. Da müssen wir Beweis da reinschreiben. Und dann haben sie es auch übersichtlich für sich, dass so sieht der Satz aus, so sieht der Beweis aus, nächster Satz, nächster Beweis. Und falls ihnen was fehlt, wissen sie, okay, sie haben vergessen, ein Video anzugucken. Also, das kann ja auch passieren, dass sie irgendwie Material durchgelaufen gehen. In der Vorlesung kann es nicht passieren, sie sind da und wissen das. Alles, was es gibt. Beim Web gucken wir vielleicht auch ein bisschen durcheinander an der Stelle. Insofern glaube ich, ist es wirklich hilfreich mit den Texten. Also die Schrift ist halt einfach sehr kleinschrittig. Und ich frage mich also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich auf der einen Seite, also ich finde, das ist ein bisschen wieder, wie man auf der einen Seite gesagt, so jetzt macht das mal alles selbstverantwortlich, auf der anderen Seite wird mir aber genau an der Stelle die Selbstverantwortung wieder entzogen, indem halt gesagt wird, Zettel, den du ausfüllen musst? Kannst. Oder kannst, ja. Aber die meisten werden es ja wahrscheinlich machen. Oder? Ja. Aber ich kriege sie ja nicht. Das ist richtig. Also, wie gesagt, ich finde es trotzdem. Ich würde dann sagen, Eigenverantwortung, wenn man sie macht, wäre das nicht die logische Konsequenz, dann habe ich auch die Eigenverantwortung.
ist doch, das müsst ihr euch selbst aneignen. Und alles, was ich biete, ist freiwillige Unterstützungsmaßnahmen. Ich zwinge sie nicht, das zu machen. Ich sage nur, ich halte es für sinnvoll, mitzuschreiben. Und ihr könnt es auch so mitschreiben oder in den Lückentext. Das ist ein Angebot, nicht mehr. Eigenverantwortung verstehe ich nicht so im Sinne von, ihr müsst euch das irgendwie alle selbst beibringen, sondern ihr seid verantwortlich, es zu lernen, das ist einfach euer Job, aber ich gebe euch diese Hilfe in die Hand. Aber ihr müsst es nicht machen. Also das Lieblingsskript muss niemand ausfüllen. Sie nehmen es an. Ja klar, also ich meine, der Vorteil ist natürlich, man produziert halt sehr schnell Erfolgserlebnis. A, den Zettel ausgefüllt. Wird dann aber schwierig, wenn das in einer Veranstaltung halt nicht der Fall ist. Und das finde ich dann auch ein Problem. Was man sich überlegen könnte, ist, dass man das vielleicht zurücknimmt. Dass man irgendwann sagt, so jetzt brauchen wir es nicht mehr. Genau. Also so als Starthilfe, Fading Out, ich nehme sozusagen das ein bisschen weg, dann Schritt für Schritt oder so. Und dann am Schluss gibt es gar keine Entwicklung, das könnte es selbst produzieren. Aber die Studenten sagen, produziert man Lückentext für die anderen oder so. Aber so einen Lückentext gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die Studenten weniger mit Schreiben beschäftigt sind und mehr mit Zuhören und mitsprechen, mit dabei sein. Weil es gibt ja auch die Vorlesungen, wo man sehr viel mitschreibt und für meine Frau, während ich schreibe, kann ich nicht hundertprozentig zuhören, was jetzt als nächstes schon wieder kommt. Ich frage mich, ob es vielleicht dadurch immer auch zu stark vorstrukturiert ist. Denn so sitze ich halt immer und denke, okay, wo ist denn jetzt die nächste Lücke? Und dadurch entgehen mir vielleicht auch wieder andere wichtige Dinge, weil ich mich einfach zu sehr schon auf etwas konzentriere, das mir vorgegeben ist, wo ich eine Aufgabe bekomme. Also es hat alles für mich wieder. Ne? Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es per se schlecht ist, dass jeder halt nur einfach nicht beordnete Probleme, aber so die Dinge, auf die man vielleicht einfach achten sollte. Ja, also wie gesagt, das sind gar nicht so sehr Lückentexte, wie viele Texte und wenig Lücken. Das sind einfach Hürden. Das sind vorstrukturierte Seiten, die man nicht ausdrucken muss, wenn man sich will. Ja. Okay. Und dann die Einschätzung, ob dieses Lernen von Institutes leichter fällt, als wenn man jetzt keine so geschickte Frage gegeben wird. Naja. Dann ist es besser finden. In den offenen Fragen, was würdest du sagen, was heißt, ob man Videos kann ich stoppen, kann ich zurückspulen, kann ich mir anschauen, wenn ich will und so. Also diese Klassiker, die hier zu fragen haben. Ich finde diese Anschlussgruppe sinnvoll. Die meisten finden es gut, bis sehr gut. Und ich habe sie auch gefragt, wenn man würde jetzt entscheiden, soll man das weitermachen oder möchtest du lieber eine normale Vorlesung haben, würden die meisten sagen, nee, bitte so weiter. Also es gibt auch Nachteile in der Aufwand des Teilnehmers, weil es Nachteil genannt wird, oder wo wir sich sagen, so super. Und die offenen Fragen, das sind immer diese positiven, man kann ja zurückspulen oder stoppen, wie man will, wir schon die Möglichkeit, einen eigenen Rahmen zu laden und so weiter und so weiter. Die Verantwortung ist höher als in der aktuellen Vorlesung, empfinden Sie. Obwohl natürlich beiden bei Ihnen die Verantwortung gibt, das zu lernen. Aber hier wird es irgendwie deutlicher, dass es vor uns ist. Nachteile? Zeitaufwendig ist die Hübsche, bevor Ansehen in die Vorlesung teilzunehmen. Man kann nicht sofort Rückfragen stellen, vergisst diese Hübsche Vorlesung. Das ist sozusagen noch vor dem Worksheet-Semester gewesen. Das war ein Kampf des Arbeiten. Das ist ein Nachteil gefunden. Zu viel auf sich selbst gestellt. Insofern glaube ich, es ist nicht schlecht, ihnen so Unterstützungsmaßnahmen zu geben, weil ansonsten fühlen sich auch manchmal zu sehr auf sich gestellt. Und da die Videos einfach schon, dass man sich leicht ablenken und sich in Unterstützung von den Videos. Deswegen auch die Worksheets. Nicht nebenbei chatten, nicht nebenbei stricken, nicht nebenbei bügeln, also schön, aber auch gesagt, bügeln nebenbei. Das hat natürlich ein bisschen den YouTube-Watching-Charakter. Ja, und das muss man halt irgendwie ein bisschen zurücknehmen nach Hause und sagen, okay, das ist zwar YouTube, aber es ist alles auf YouTube. Und nicht was YouTube. Also, ja. Entertainment. Ja, das war auch so die Frage, von heute mehr Lernerfolge, sind die Prüfungsergebnisse besser? So sieht es aus. Das ist diese Darstellung des Boxplots. Das sind immer, das sind die Messer hier, das ist wirklich spannend. Schlechtester, bester. Und hier sind die mittleren 50%. Das sind 25%, das sind 25%, 50%, 50%.
ist eine ganz gute Möglichkeit, die Verteilung darzustellen. Und über vier Semester hinweg. Und es gab immer maximal 60 Punkte. Hier hinten gab es noch 30 Punkte, ich habe einfach gestreckt, um es vergleichbar zu machen. Ich sage auch gleich, das Problem ist, es ist keine valide Untersuchung, muss ich gleich vorausschicken, weil ich jetzt nicht den Hörer die Gruppe in zwei Hälften geteilt habe. Hier einen mit dem Konzept, der andere ohne das Konzept, und dann merkt, welche Gruppe schneidet besser bei den Prüfungen. Das wäre forschungsethisch nicht ganz vertretbar, ne? Die einen mit einer schlechteren Methode zu versehen oder mit einer vermeintlich schlechteren, wenn man die Gruppe schneidet besser bei den Prüfungen hat. Dann hätte ich die Klagen am Hals. Also das mache ich. Insofern habe ich halt trotzdem meine Punkte entwickelt über das Semester hinweg. Und das Problem ist, dass sich über das Semester hinweg mehr verändert hat als nur das Konzept. Und das erkläre ich jetzt gleich. Im ersten Semester, im Semester 10-11, habe ich aufgezeigt. Das heißt, die haben die ganz normale Vorlesung gehabt. Ich bin hingekommen, da stand halt noch zusätzlich jemand hat aufgezeichnet. Aber, und die hatten die Vorlesungsvideos zusätzlich zu Hause noch zu üben gehabt. Im nächsten Semester habe ich die Klasse zum ersten Mal eingesetzt bei der Prüfungsordnung aus dem Jahr 2003. Das ist wichtig zu sagen, Stelle. Das ist auch Prüfungsordnung 2003 und auch Prüfungsordnung 2003 für die Klasse. Die Verteilung ist sich mehr gestreckt, okay, ne? Über einen schlechteren, auch besseren, okay, und sie ist tendenziell ein bisschen besser geworden, aber nicht signifikant. Und dann geht es bergab. hier, bei dem Semester, in Semester 12, habe ich wieder für die Klassen durchgeführt. Die Klausur haben aber nur diejenigen geschrieben, die aus der Prüfungsordnung 2003 übrig geblieben sind. Zwischendurch haben wir nämlich eine neue Prüfungsordnung gekriegt. Das waren also diejenigen, die die Klausur später geschrieben haben oder schon mal durchgefallen haben. Also, könnte sein, dass sie sozusagen, sag mal, Überreste, die tendenziell auch nicht so gut sind, dann die Klausur geschrieben haben. Hier waren zum ersten Mal Studenten der Prüfungsordnung 2011 drin. Prüfungsordnung 2011 bedeutet jetzt, die schreiben die Klausur nicht am Ende des ersten Semesters, sondern am Ende des zweiten Semesters, und zwar über die ersten beiden Semester. Das bedeutet, die haben hier geschrieben, über eine Veranstaltung, die sie hier besucht haben. Und zwar, deswegen auch hier nur insgesamt 30 Punkte bis 60, weil mehr Veranstaltungen der Klausur abgeprüft wurden als vorher. Also sie haben weniger in meiner Veranstaltung als geprüft. Und da sind die Ergebnisse am schlechtesten. Das mag jetzt am Philipp Glasgow liegen. Kann sein, es kann aber auch daran liegen, dass sie im ersten Semester später die Klausuren schreiben. Man könnte auch sagen, sie hätten noch schlechter abgeschnitten in diesem stressigen Kontext, hätten sie sehr anstrengend geschrieben, wenn sie die Videos nicht gehabt hätten, nochmal zu wiederholen. Auch denken müssen. Aber es ist halt empirisch an der Stelle nicht überprüfbar. Ich habe trotzdem natürlich die Ergebnisse mal aufgeführt und man muss sagen, es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen ohne Flugglasschuhen und eigenen dieser Frage. Die unterscheiden sich alle über den statistischen Testzulauf erst nicht. Einzig allein unterscheidet die statistische dieser Durchgang und dieser. Also diese beiden für die Klausur. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die das wieder die Klausur bis jetzt weitergeht. Ja. Wie war die Begeisterung der Studenten von dieser Methode? Also ja. Hoch am Anfang scheint recht hoch und geht so zum Ende hin. Die Mode ist dann normal oder. Es ist weiterhin so geblieben, dass sie es erfolgreich. Sie finden es immer gut. Also es ist durchgehend positives Feedback von den Schülern. Okay, dazu nochmal eine Frage, bei den Gasten der Hochschule ein. Hoch. Weil, also erstmal ist eine pädagogische Hochschule. Das heißt, da geht es auch immer um Lehrinnovation. Die Lehre stellt einen ganz hohen Stellenwert, auch von der Forschung. Ich mache ja letztlich auch ein bisschen Forschung in diesem Kontext. Ich habe es erstmal gemacht, ohne sie zu fragen. War aber kein Problem, weil ich auch gewisserweise eine gewisse Freiheit habe, wie ich meine Veranstaltung gestalte.
Und jetzt haben Kollegen wie ich, Michael Lidio und Andreas Stich, ich für diese Methode und andere Dinge, die wir machen, den Landeslehrpreis gekriegt. Deswegen fand die Hochschulleitung es ganz besonders toll, dass wir das so machen. Und ja, es ist einfach, es wird gesehen und gut gefunden, akzeptiert. Es hängt natürlich auch immer von dem entsprechenden Kontext ab, wo man arbeitet. Also es kann sein, wenn man sowas macht, dass man erstmal mit dem Studiendekan oder dem Dekan oder der Hochschule reden sollte, um da Probleme im Vorfeld zu vermeiden, die kommen können. Es kann aber auch sein, dass es strategisch besser ist, nicht zu fragen. Weiß ich nicht. Aber man hat natürlich auch gewisserweise Freiheit. Ne? Ja. Da kommt noch hier eine Frage drin, und zwar, ich kenne auch diese Argumentation mit diesem, wo einige Angst haben, gerade solche Materialien rauszugeben, weil man ja dann irgendwie Wissen, das hier geschaffen wurde, in eine Welt verteilt sozusagen. Genau. Das wäre ja in dem Fall genauso. Das steht ja alles auf YouTube und jeder kann sich auch angucken. Ja. Das ist mein Ziel. Aber gibt es keine Stimmen, die dann irgendwie sagen, ja, aber das haben wir ja hier entwickelt, jetzt weiß ich nicht. Nee. Und es kann sein, dass jemand sagt, ich möchte nicht, dass es online steht. Muss ja nicht. Kann es ja auch im Intranet bereitstellen oder auf DVD rausgehen oder so. Also, man muss ja nicht, also online ist ein anderer Aspekt, muss nicht online stehen. Ich sage mir, ich profitiere so viel von Bildungs- und Materialien im Web. Ich stelle es auch online zur Verfügung, aber auch das andere profitieren. Und es ist auch schön, dass es andere bei YouTube angucken, man kann auch noch bei YouTube-Kommentare zeigen. Vielleicht. Das ist einfach eine schöne Sache. Und wenn man es nicht mag, dann stellt man es nicht auf YouTube. Wie ich genau, jetzt ist die Frage, haben wir auch fünf lange Zeitspiele. Ich könnte zeigen, wie man Videos macht, wenn man nicht im Hörsaal aufzeichnet, also Screencasts produziert. Videos im Bildschirm haben. Videos im Bildschirm und auch zeigen, was andere Dozenten zu machen, andere Disziplinen oder die YouTube-Kommentare. Die anderen Dozenten machen, die Zusatz macht. Genau. Das ist vielleicht eine ganz sinnvolle Sache. Dass man mal so ein Spektrum kriegt, was man alles tun kann, um aufzuzeichnen. So. Also, die erste Sache, die ich mache, ist Aufzeichnung im Hörsaal. Und mit allen Vor- und Nachteilen, die es gibt. Also ich, der Vorteil ist, null Aufwand. Das heißt, man müsste irgendwie Geld in die Hand nehmen, um Innovationen in die Hochschule zu bringen. Das ist einfach nicht der Fall. Ich habe einen Tutor, der kostet, keine Ahnung, ein paar Stunden im Monat halt zum Aufzeichnen und Schneiden. Also letztlich, keine Ahnung, drei, vier Stunden pro Woche, die er dafür aufwendet, wenn ich dann ein komplettes Semester aufzeichne. Das hat natürlich den Nachteil, dass sowas hier nicht spiegelt in der Tafel und darauf nicht drauf geachtet. Und, ja, es ruckelt bis, man sieht es nicht so exakt. Aber trotzdem, also nur auf für Mathematiker ist das ja die Formel. PowerPoint geht nicht. Wir müssen das abschreiben. Eine andere Möglichkeit, die ich von Biologisch noch gelernt habe, ist diese hier. Das mache ich erstmal so eine Folie, ne? Wenn die irgendwie Aufgabe zeigt, das ist jetzt so ein Lösungsbeispiel, so eine Aufgabe, das jetzt nicht im Hörsaal ist, sondern zusätzlich gegeben wird. So, okay, können wir über die Lernenden, würde ich sagen, und machen wir mal eine Teilbarkeit. Ist die Webcam, die ich aufzeichne? Parallel? Einfach? Ja, jetzt sieht man hier oben den Cursor und schreibt jetzt hier alle, auf die Fläche. Und so aufgezeichnet. Und Z gilt. Wie macht man das? Das führe ich mal kurz vor. Rechner hier vorbereitet. Warum den anderen Rechner? Zeige ich gleich. So. Was braucht man dafür? Also entweder man braucht ein Stift-Tablet, das man anschließt und schreibt, aber das Problem ist, wenn ich ein Stift-Tablet habe, dann sehe ich auf dem Monitor und schreibe hier. Und ich weiß nicht so genau, wo ich bestiften muss und so, dass das gelöst wird. Deswegen hat mir die Biologische einen Tipp gegeben, wie soll man diesen Laptop hier bestellen, der kostengünstig war, aber defekt war, weil die Klappe ist defekt, deswegen wird er 200 Euro gekostet oder so, der so ein schwenkbares Ding hat hier. Jetzt drehe ich den mal rum. Und der hat einen Stift.
braucht man dazu noch? Bei diesen Tablet-PCs kommt meistens Windows Genre mit. Das ist das hier. Was Folgendes macht, man kann einfach schreiben. Okay. Jetzt brauchen wir noch ein Bildschirmvideoprogramm, das aufzeichnet, was auf dem Monitor passiert. Also alles aufzeichnet, was auf dem Monitor passiert. Da gibt es kostenlose Tools wie Jing, Wink, Screencast-O-Matic oder so. Oder man nimmt ein bisschen Geld in die Hand und legt sich ein professionelles Tool zu, wie beispielsweise Camtasia. Was braucht man noch, wenn man eine Webcam haben will? Eine Webcam, die habe ich heute nicht dabei. Und ein Mikro. Man kann natürlich ein Headset nehmen. Oder ein Tischmikro. Das hier ist eine ganz gute Sache hier. Auch Tipp von Jörn Rubischer. Kostet nicht so arg viel. Und hat aber eine super Qualität. Stellt sich einfach neben mich. Er macht das hier während des Gehörsaals. Also im Studentensitz nimmt er das und schreibt so auf Tablet und spricht praktisch. Deswegen brauche ich hier so ein Tischmikro. Zu Hause kann man natürlich auch ein Headset machen. Wenn man dann wieder ein Webcam hat, sieht das ein bisschen blöd aus oder so. Dann kann man auch so ein Tischmikro machen. So. Jetzt sage ich hier Bildschirm aufnehmen. Das habe ich alles schon so vorbereitet, dass es nur diesen weißen Teil hier aufnimmt. Jetzt sage ich gerade mal. Ja, und jetzt nehme ich hier unten einfach auf weggehen. So, jetzt zeigen wir mal mit vollständiger Induktion. Für alle n aus den natürlichen Zahlen gilt 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n ist gleich n mal n plus 1 halbe. So, wie fangen wir an? Wir machen Induktionsanfang und so weiter und so weiter. Ne? So. Na. Keine Ahnung, so in dem Spektrum gibt es. Ne? Dann kann man irgendwo solche Aufzeichnungen produzieren und hochladen. Und es gibt direkt aus Camtasia einen YouTube-Export. Ja? Also ich zeichne auf, mache mir so Textformen dran, Highlighter und Cursor machen Geld, wenn man das sieht und sagt, auf YouTube und schon ist es so. Das wäre für den Fall, ich bereite zu Hause vor. Kann man auch machen. Ist natürlich dann der Vorbereitungsaufwand zu Hause da, aber vielleicht will der eine oder andere auch das nicht im Hörsaal direkt aufzeichnen, sondern sich mehr Gedanken machen, also oder ein Skript sich überlegen und so weiter, dann kann man das zu Hause vorbereiten und nur aufzeichnen. Ich würde aber davon absehen, es so lange zu machen, bis dieses Video perfekt ist. Aaron Sams, der am Anfang ein Zitat gebracht hat auf der ersten Folie, sagt immer, do you need it perfect? Und we need it back Houston. Also morgen ist perfekt oder morgen ist übermorgen. Und in dem Sinne müssen diese Videos auch nicht perfekt sein. Die Hörsaal-Videos sind alles andere als perfekt oder nur draufgehalten. Es erfüllt aber seinen Zweck. Studenten haben auch mal diese Qualität der Videos untersucht und Studenten gefragt, wie die Qualität der Videos beurteilen. Und sagen, gut, durchweg, egal, ist okay so. So, das ist Jörn Lobischach, der macht es genau so. Der hat auch mal ein bisschen experimentiert mit Webcam im Hintergrund oder nicht im Hintergrund. Aber der macht das im Hörsaal. Diese hübsche Funktion kann jetzt schon mal bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung vor die Gaußglocke erinnern. Normalverteilung. Und da hatte ich schon gesagt, davon kriegt man leider keine Staubfunktion mit normalen Funktionen hingeschrieben. Wir können die Staubfunktion benennen, je nachdem wie man das jetzt hier skaliert, die Error-Function. Das macht er im Hörsaal. Ist aber mein Name für die Staubfunktion davon, man kriegt die Staubfunktion.
Dann, das ist Jürgen Handke, der sein Fach Englisch macht. Der hat auch ein witziges Setting. Der macht genau das gleiche hier mit diesem Gerät, wobei das Gerät überschreibt ein Whiteboard ist. Und der Laptop, der aufzeichnet, oder wie gesagt, der rechnet aufzeichnet mit dem Whiteboard ran, aber die Webcam, die stellt er hier hin, sodass er sich seitlich sieht, während er ans Whiteboard schreibt, das aufgezeichnet wird. Das sieht dann folgendermaßen aus. Phonetics looks at human speech from three distinct but interdependent viewpoints. Articulatory phonetics studies how speech sounds are produced. Auditory phonetics studies the way in which humans perceive speech sounds, and acoustic phonetics studies the physical properties of speech. Now, the names of these branches all use definition letter 8. Alternatively, you could use an acoustic and associate these branches with speech. Auditory phonetics with the perception. Man kann sich fragen, ob es wichtig ist, dass man die Dozenten sieht oder nicht. Ne? An acoustic phonetics. Die Meinungen sind geteilt. Die einen sagen, ja, ganz wichtig, weil man sich angesprochen fühlt. Und die Dozenten sieht, die anderen sagen, nein, speech. So,